Kapitel 4 Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir, »Was siehst du?« Ich aber sprach, »Ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter ganz aus Gold, mit einer Schale oben darauf, auf der 7 Lampen sind und 7 Schnauzen an jeder Lampe, und 2 Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken.« Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, »Mein Herr, was ist das?« Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, »Weißt du nicht, was das ist?« Ich aber sprach, »Nein, mein Herr.« Und er antwortete und sprach zu mir, »Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schlussstein, so daß man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn, die Hände Zerubabels haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen's auch vollenden, damit ihr erkennt, daß mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringen Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubabels Hand. Jene 7 sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Und ich hob an und sprach zu ihm, »Was sind die 2 Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters?« Und ich sprach weiter zu ihm, »Was sind die 2 Zweige der Ölbäume bei den 2 goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt?« Und er sprach zu mir, »Weißt du nicht, was sie sind?« Ich aber sprach, »Nein, mein Herr.« Und er sprach, »Es sind die 2 Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen.«